Willkommen, liebe Teilnehmer. Freut mich, dass Sie so zahlreich heute Morgen schon da sind zum Thema So geht Recruiting. Heute Tipps, Trends und Teufelzeug habe ich das mal genannt. Und warum, lassen Sie sich gleich noch ein bisschen überraschen. Aber überhaupt erstmal die Frage, warum das Thema So geht Recruiting heute und warum ist Recruiting das große Thema? Das zeigt hier so ein bisschen diese Folie, die das ja nicht mehr Vorhandensein der vorhandenen Fach- und Führungskräfte in den nächsten 15 Jahren, vielleicht 20 Jahren symbolisieren soll, denn dann fehlen uns faktisch und praktisch 10 bis 15 Millionen Fach- und Führungskräfte. Und die können wir uns leider auch mal eben nicht so wirklich schnitzen. Die sind durch den demografischen Wandel bedingt einfach nicht mehr da. Und jetzt spätestens sollte vielleicht der ein oder andere aufwachen, damit sein Arbeitsplatz oder seine Firma oder seine Kollegenarbeitsplätze nicht so aussehen oder die Parkplätze vielmehr. Da muss man also jetzt ein bisschen was tun, um dem Ganzen vorzubeugen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da so den Forecast macht, um auch mal zu schauen, wer scheidet dann demnächst aus, die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre vielleicht sogar. Ne? Das klingt alles ein bisschen weit weg, aber wir wissen ja, alles geht relativ schnell oder auch einfach schon ganz pragmatisch die nächsten 3 Jahre. Und da muss ich halt schon mal irgendwie meine Instrumente daraufhin ausrichten und mal so ein bisschen mein Mindset neu ausrichten. Und da gebe ich Ihnen heute Morgen einfach mal aus meiner Erfahrung ein paar Tipps, Trends und damit ist halt auch vorhanden ein bisschen Teufelzeug für den einen oder anderen. Denn ja, warum lassen Sie sich da einfach mal überraschen? Aber trotz allem bin ich da immer noch etwas überrascht, wenn ich bei Unternehmen unterwegs bin. Ich bin nur ein paar Tage im Monat, würde ich mal sagen, bei Kunden, wenn ich nicht gerade meine eigene Firma sozusagen hier begleite. Und da ist eigentlich egal, ob jetzt Mittelstand oder Konzerne, da ist manchmal immer noch so ein bisschen ja, so latente Haltung, ja, ist alles noch im grünen Bereich, wir kriegen noch genügend Bewerbung. Wenn ich da mal reinfrage, was heißt denn das? Ne? Ist schon ein bisschen vielleicht gesunken und wie ist denn die Qualität? Ja, dann kommt schon, ja, das stimmt schon, das ist schon ein bisschen weniger geworden, die Qualität ist auch nicht mehr so toll. Ich hatte es ja vorhin kurz bei der Eröffnung mit Herrn Laschkowski ja kurz besprochen. Da muss man halt aber ein bisschen über die Grenzen vielleicht schauen. Aber das will ich ja alles nicht ganz vorwegnehmen. Dazu komme ich ja dann vielleicht gleich. Und das ist so ein bisschen auch meine Rolle des sogenannten, was ist denn ein Digital Evangelist? Was ist das für ein Quatsch? Ne? Gibt keinen besseren Namen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich berate halt Unternehmen, ich evangelisiere sie im Grunde genommen, ich missioniere sie, ich berate sie, ich begleite sie. Aber vor allem ist es tatsächlich so, was ich oft erlebe, gerade auf der Geschäftsführungsebene, Vorstandsebene, dass ich die echt erstmal abholen muss von 1.0, 2.0, jetzt eben halt ja, bis hin jetzt auf 4.0. Thema Mensch-Maschine, komme ich auch gleich mal in Vortrag zu. Und da gibt es natürlich schon immer noch sehr starke, also Vorbehalte, ich würde mal sagen auch Ängste. Meistens ist das Problem die Angst, nicht zu wissen, wie Technik funktioniert. Auch da habe ich gleich nachher einen kleinen Tipp für Sie, wie Sie das vielleicht ein Stück mit auflösen können. Also das ist so meine Rolle, die ich gerne einnehme. Deswegen verspreche ich in den nächsten paar Minuten hoffentlich keinen 0815-Vortrag zu präsentieren. Also wenn Sie es erwarten, so das mit den Fähnchen, dann können Sie jetzt gerne wieder einen Kaffee trinken und sich dem Tagesgeschäft widmen, wenn Sie Spaß daran haben, mit mir mal so ein paar neue Eindrücke auch zu teilen. Übrigens auch gerne im Rubble-Chat. Ne? Sie können gerne feuerfrei da das kommentieren, sagen, ah, ist als Quatsch oder nee, stimmt, hat er recht. Und ja, wir sind gerade dabei. Also würde ich mich freuen und vielleicht mag dann der Herr Raschkowski wieder ein bisschen draufschauen auf dem Bubble-Chat, ob denn da was passiert. Ansonsten würde ich mich auch freuen, natürlich, wenn Sie die volle Aufmerksamkeit hier auf meinen Vortrag in den nächsten. Wie viele Stunden habe ich? 3 Stunden, glaube ich. Ne? Schau mal. Nee, 45 Minuten habe ich leider nur. Drei Stunden würde der Vortrag vermutlich brauchen, aber Sie haben 45 Minuten. Ja. Okay, gut, ja, dann, okay, dann sag ich mal, worüber ich also heute nicht reden werde. Also zum einen über dieses Zeitalter, ein Foto aus meiner Jugendzeit. Der eine oder andere kann gerne schauen, wer davon ich bin. Aber Sie sehen, das hat eben halt damals gefehlt. Dann hätten wir wahrscheinlich nicht mehr, schon damals schon Mensch, ärgere dich nicht gespielt, sondern hätten quasi uns quasi gar nicht mehr unterhalten und schon damals mit den Smartphones gemeinsam gedaddelt. Das ist halt heute so. Und auch das sind dann eher die Ausnahmeerscheinungen. Auch darüber muss ich heute auch nicht mehr reden, dass ich komme ja gerade aus Bremen, jetzt hier nach Hamburg, bin heute bei der Firma Rex, die ich auch berate als Digital Evangelist. Und war im Zug. Ja, das ist alles mucksmäuschenstill geworden und alle sind natürlich klar nur noch mit dem Handy beschäftigt, gar nicht mit sich selbst. Darüber müsste ich aber heute auch nicht reden, was das mit uns macht und welche Auswirkungen das hat. Es ist so, wie es ist und wir werden damit umgehen und die vor allem jüngeren Leute kennen das gar nicht mehr anders. Ich habe auch selbst 2 Kinder, 11 und 15 Jahre alt und klar, das Thema Smartphone war schon relativ früh auf dem Tisch,
sowieso. Und dann halt auch auf dem Kindertisch kann man sich nicht mehr ganz entziehen. Da muss man schon echt ganz harte Haltung haben. Die habe ich leider nicht. Und ja, meine Tochter fragt dann ab und zu lieber schneller Siri als mich, wenn sie etwas wissen will, und kann da eh schon viel besser mit umgehen, was mich teilweise echt erschüttert. Aber es ist, wie es ist. Es freut mich natürlich auch, dass jetzt klar, nicht nur, ne, in dem Alter. Oder in anderen Alterssphären, man da einfach ganz normal mit umgeht. Aber auch das wird halt sowieso klar die Welt verändern, der ganze Umgang mit neuen Medien, das muss ich nicht sagen. Also, darüber muss ich also nicht mehr reden, das wissen Sie alles, das erleben Sie selbst, denke ich mal, in Ihrem Tagesgeschäft oder auch in Ihrem privaten Umfeld. Also, worüber will ich hier reden? So ein bisschen vielleicht über diese Generation nochmal, weil wir haben heute mit dem Mittelstand das zu tun, und der Mittelstand hat historisch eine etwas höhere Loyalität von Mitarbeitern. Das heißt, da sind schon mal Mitarbeiter, die sind schon seit immer da, aus der Generation Babyboomer, und die sind halt in den nächsten 2, 3 Jahren oder 5 Jahren oder wie auch immer, sind die nicht mehr da, weil sie einfach ins Rentenalter gehen, und auch in einer sehr hohen Anzahl. Also ich habe Unternehmen im Bankenbereich, da ist der Altersdurchschnitt also deutlich in die, also hohe 40er, also eigentlich schon 50er, und da gehen viele auch in den Vorruhestand, ne, muss ich auch mal ein bisschen drauf schauen. Also damit haben wir es ein bisschen zu tun mit der Generation Babyboomer, aber wir haben es natürlich jetzt, ich halt mit drin, Generation X. Vielleicht kann der ein oder andere kurz die Hand heben. Ne? Wer kennt sich da noch aus mit der Kassette und dem Bleistift? Ich glaube, der Andreas Prager, der heute das hier ja mit in der Technik, oder die Larissa hinten mit beobachtet. Ich glaube, die kann sich nicht mehr daran erinnern, an eine Kassette mit Bleistift. Ja, und noch viele andere Dinge, die sie dort sehen. Also das ist aber so, das sind die Generationen, die natürlich jetzt noch voll in der, sag mal, im Saft stehen, meistens in der Führungskräftefunktion, wobei Alter ja eigentlich da gar keine Rolle spielt. Übrigens in Silicon Valley ist es so, dass grundsätzlich die Unternehmen dort Mitarbeiter nicht nach Position und nach Alter und so weiter bezahlen. Also ja, der ist ja schon so lange da, nicht? Wobei in Silicon Valley ja ähnlich, aber so, also wissen, was ich meine, da entscheidet eigentlich nur eins, nämlich was kann ich oder was kann der? Na, und dann verdient schon mal ein Praktikant deutlich mehr als der Geschäftsführer eines Startups dort, weil der in Technologien einfach sensationell ist. Also von dieser Denke müssen wir uns halt auch lösen, und da vielleicht mal notieren Sie ruhig ein paar Ideen, ne? Also die ich Ihnen heute mal so in den Kopf werfe, und dann können Sie wieder nachher wieder streichen. Aber ich denke mal, so ein paar Dinge vielleicht einfach mal zum Nachdenken. Das würde natürlich auch den Betrieb ein Stück revolutionieren, dass man mal alles wirklich in Frage stellt. Das ist ja im Grunde genommen die Disruption, von der wir sprechen, die digitale Transformation sowieso mit sich bringt. Aber es ist ja auch eine Denkdisruption, die wir haben, ne? Weil wir verändern einfach unsere Denkmodelle. Und heute geht es einfach darum, nicht die Menschen nach der Betriebszugehörigkeit bezahlungstechnisch zu definieren. Jetzt weiß ich auch, Tarifverträge, Betriebsräte und so weiter. Nicht? Klar, ich sage auch nicht, dass das jetzt ein Sprint ist, sondern ein Dauerlauf, sondern grundsätzlich einfach mal seine ganze Vergütungspolitik da auch zu bedenken. Aber das ist nochmal ein gesondertes Thema, hatten wir kürzlich gehabt in einem anderen Vortrag, was ich da mit dem Arne Priest mal auch länger diskutiert habe in einer Online-Session. Ja, dann haben wir natürlich die Generation Y und Z, die hier rechts das ein Stück symbolisiert, und jetzt ganz neu auf dem Markt ist die Generation Alpha. So, jetzt geht es von vorne los. Das heißt, also Alpha löst jetzt im Grunde die Babyboomer komplett ab, und die werden sich auch gar nicht mehr daran erinnern können, weil die bald gar nicht mehr da sind, also zumindest nicht im Job. Generation Alpha. So, und jetzt ist natürlich das so, jetzt haben wir die alle in einer Firma. Babyboomer, Generation X, Y und Z. Und was machen wir denn mit denen? Und vor allem die Generation ist, also Y und Z, die haben ganz andere Fragen, nicht? Also wie wollen wir heute leben? Wollen wir ganz anders leben? Wie wollen wir in Zukunft leben? Diese Fragen haben sich die Babyboomers und vielleicht auch die Generation X gar nicht so sehr gestellt, nicht? Weil die ist halt aufgewachsen mit Loyalität, mit Seriosität, mit Stabilität, ne? Also so Stichwort Deutsche Bahn oder Telekom damals, ne? War völlig erschüttert, als die Telekom privatisiert wurde. Das war ein Beamtenjob, ne? Als Funkmelde, Mechaniker, wie auch immer. Also das hat sich natürlich verändert. Und die Generation, ihre Generation fragt sich auch, wie wollen wir arbeiten? Also eine komplette Veränderung der Arbeitswelt. Und da muss ich als Personaler, da darf ich mich nicht verschließen, damit ich das selbst
gut oder schlecht finde, spielt hier gar keine Rolle. Ich muss halt das Zepter in die Hand nehmen und auch mal meine Mitarbeiter befragen, wie wollt ihr eigentlich zukünftig arbeiten? Jetzt passt das bei den anderen kulturtechnisch vielleicht gar nicht, ne? Aber das Thema Culture Fit habe ich heute nicht als Thema, aber das ist natürlich das Wichtigste, dass ich meine Kultur kenne und wenn ich sie verändern will, dann ist das natürlich auch ein entsprechender Prozess, sicherlich nicht von heute auf morgen. Was sind denn die Anforderungen auch der jungen Talente? Also nicht nur eben das eben Gezeigte, also einfach diese Lebensphilosophie-Frage, die sich die jungen Leute halt einfach ganz anders stellen als eben meine Generation, ja, sage ich mal so. Die sind heute alle hochqualifiziert, also grundsätzlich, und Social Media affin. Das ist eine Studie, die ich Ihnen hier gerade mit präsentiere. Sie sind selbstbewusst und gestärkt durch natürlich den Fachkräftemangel, das wissen die. Die sagen aber auch im Einstellungsgespräch, ja, also wenn sie gefragt werden, der Job muss natürlich interessant sein, er muss Spaß machen und ups, auch noch einen Sinn haben. Jetzt kommt vielleicht der ein oder andere Personaler schon in Frage nach der Sinnhaftigkeit des Jobs. Ich hatte übrigens da mal einen Vortrag, da war ich auf der Podiediskussion und dann sagte da hinten links eine Personalerin von einem sehr großen mittelständischen Unternehmen, ja, dachte ich mal so, ja, Sie haben ja gute Reden, Sie wissen ja gar nicht, wie das an der Basis funktioniert. Wir haben hier Müllmänner. Wie soll ich dir bitte hier den Sinn und den Spaß der Arbeit vermitteln? Da war ich erstmal einen Augenblick geschockt, weil diese Frage so kam. Da habe ich sie gefragt, haben Sie dann mal Ihren Mitarbeiter gefragt oder Ihre Mitarbeiter, warum Sie diesen Job gerne machen? Gucken Sie mich an, also Kopf geschüttelt. Ich sage, ne, vielleicht finden die das ja klasse, dass die Straßen einfach alle aufgeräumt sind, dass der Müll von den Straßen ist, dass die Straßen sauber sind. Das mag für Sie vielleicht keine Befriedigung auslösen, aber vielleicht für die jeweilige Person, die diesen Job ausübt. Gut, was ich mit sagen will, einfach mal auch da mal kurz nachfragen. Übrigens wichtig fürs Recruiting, ne? Gerade wenn Sie Stellenanzeigen schreiben, also nicht mit diesem ganzen Quatsch mit, wir sind die Besten und so weiter und so weiter, nicht? Sondern fragen Sie einfach mal Ihre Mitarbeiter, warum sind die eigentlich im Unternehmen? Ganz authentische Stellenanzeigen. Da brauchen wir mehr schreiben. Die Stadt Berlin ist und so weiter, das weiß jeder, wer die Stadt Berlin ist, nicht? Und da kommt es eher wirklich auf echt authentische Jobofferten an, auch mit Begriffen, mit denen die Zielgruppe etwas anfangen kann, ne? Aber gut, auch nochmal ein gesondertes Thema. Ja, gutes Arbeitsklima, herausfordernde Aufgaben, Förderung, Weiterbildung jetzt auch noch, Mensch, was wir alles haben, Aufstiegsmöglichkeiten wäre auch nicht schlecht. Und natürlich, jetzt wird es interessant, ein fließender Übergang zwischen Job und Freizeit, eine gute Work-Life-Balance. Jetzt spätestens steigen die meisten mittelständischen Unternehmen, Konzerne, by the way, natürlich auch aus. Ne? Gibt der Vertrag nicht her? Wie? Was? Homeoffice? Nee, haben wir nicht. Kennen wir nicht, machen wir nicht. Wie flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten? Nee, das machen wir nicht. Ich weiß, wenn sich jetzt viele nicht angesprochen fühlen und sagen, nee, machen wir alles gut hier. Aber viele halt noch nicht. Und glauben Sie mir, wenn das heißt viele, meine ich hier über 80%, da ist das noch nicht der Fall. Da kommt dann die IT mit Remote, ja, können wir nicht machen und so weiter. Alles Denkmodelle von gestern, da bitte ich einfach mal drüber nachzudenken, ob diese Denkmodelle nicht aufgebrochen werden können. Gerade dann, wenn Sie auch noch diese Generation mit abholen wollen, ob jetzt Mütter oder Väter, die Mutterschutz waren oder sind und demnächst aber gerne wieder einsteigen wollen. Wie gehen wir denn mit denen um? Wie behalten wir die bei der Stange, dass die dann, wenn sie wieder arbeiten wollen, ob jetzt Teilzeit oder Vollzeit von zu Hause oder im Büro, dass wir die nicht verlieren? Die haben ja Fachwissen aufgebaut und ja, sind dann durch einen glücklichen Umstand halt nicht mehr im Unternehmen. Also da gilt es sich halt auch Gedanken zu machen. Und das hat ja auch nochmal hier die Prognos-Studie auch nochmal sozusagen manifestiert. Die können Sie gerne anfordern, kann ich Ihnen gerne mal den Link schicken. Sehr interessant, nämlich auch nochmal hier ganz klar manifestiert, für 74% der 30- bis 59-jährigen Bevölkerung ist eben halt das Ganze wichtig, privat Familie mit dem Arbeits oder mit dem Job zu vermitteln oder zu vereinbaren. So. Ja, jetzt, wie schon erwähnt, jetzt haben wir diese Generation und was machen wir denn mit denen? Wie packen wir das denn zusammen? Das wäre nochmal ein gesondertes eigenes Referat, das mache ich mal demnächst sicherlich, aber ich will es einfach nur mal so ein bisschen als Intro vermitteln. Was ich noch mal so mache, ein bisschen Sensibilisierung für das Thema, bevor ich Ihnen da gleich ein paar Tipps gebe, ist, dass diese Generation eben halt auch zusammenkommen. Das heißt, ich glaube also nicht an Schwarz und Weiß, auch wenn das hier Yin und Yang symbolisiert, sondern ich glaube eher an
Ebbe und Flut, also ich glaube an Dinge, die zusammengehören. Und das ist im Recruiting deswegen wichtig, weil ich das auch den neuen Kandidaten vermitteln kann, dass, oder wenn sie natürlich das machen, sonst geht es natürlich nicht, dass sie die ältere Generation mit einbeziehen, die nämlich ein hohes Fachwissen haben und die jungen Generationen, die ein hohes Technologiewissen haben. Und beides gehört zusammen. Yin und Yang, ich bin ein Freund von Daoismus, dann funktioniert das auch, wenn Sie diese Denke halt mit in den Gespräch mit reinbringen, weil das ist auch für die neuen Mitarbeiter wichtig, ne? So wie kriege ich denn hier den Job auch vermittelt vom Fachwissen her, wenn Sie dann sagen, ja, wir haben hier ein Tandem-Modell, so nennt sich das, ne? Ein altes Modell, das gibt es eigentlich schon immer, nämlich ältere Mitarbeiter oder erfahrene Mitarbeiter, sagen wir es mal so, mit jungen Leuten oder mit neuen Mitarbeitern zusammenzubringen. Gut, was Sie beim Recruiting halt noch beachten sollten, ist, dass der Mitarbeiter, der Neue, durchaus diesen Regler im Bewerbungsgespräch schiebt. Den schieben Sie nicht, den schiebt der neue Mitarbeiter. Der sagt nämlich, ich möchte gerne mich auch während meines Jobs hier gesund ernähren. Was haben Sie denn für eine Kantine? Oder was gibt es denn hier für Möglichkeiten in der Umgebung, dass ich nicht hier Junk zunehmen muss? Wie weit kann ich denn hier meine Familie mit einbeziehen? Also gibt es hier einen Kindergarten, vielleicht sogar einen Betriebskindergarten? Was tun Sie denn da? Ne? Und so weiter. Also es sind so Fragen, da schiebt der Bewerber halt, der eine sagt, okay, ich möchte mehr gerne Karriere. Der andere sagt ihn schon jetzt, dass er in 3 Jahren mal nach Australien für 3 Monate oder sogar für ein Jahr. Ne? Das Sync-Vorstand hat ja gerade vor einem Jahr knapp, hat er sich auch mal ganz kurz mal eben auch eine längere Auszeit genommen. So was passiert denn heute nicht? Da sind dann auch ein paar Jahre dabei und zack, sind sie auch einmal ein paar Monate oder vielleicht sogar länger weg. Das ist halt die Frage. Ja, also das geht natürlich nicht. Also Sie können ja nicht hier anfangen und 2 Jahren schon ein Sabbatical machen. Ja, dann sind sie wieder los. Nicht? Dann muss man sich überlegen, können wir das machen? Mir ist schon klar, man investiert in die Mitarbeiter, das ist ja wie eine Maschine, man investiert man Geld und Zeit. Aber klar, wenn das schon im Kopf drin ist, dann sagt er, okay, na gut, dann versteht ihr auch mein Sabbatical, wird er natürlich nicht. Na, er wird dann nach 2 Jahren das machen und wird sich schon in der Zeit woanders umgesehen haben. Das heißt, sie haben ihn schon beim Einstellungsgespräch eigentlich verloren. Also solche Sachen einfach mal bitte mit bedenken. Dann sind sie auch wirklich in diesem Thema drin, nämlich die besten Talente zu bekommen. Sie wollen nicht irgendjemanden einstellen, sie wollen wirklich den Besten haben. Und eben die Zeiten sind vorbei, dass sie, glaube ich, obwohl Stellenanzeigen hier und da funktionieren natürlich noch, ne, im Printbereich, also natürlich gerade auch so im Blue-Color-Bereich oder im Teilzeit-Bereich gibt es natürlich auch noch durchaus wirkungsvolle Printmedienanzeigen. Oder so wie hier, funktioniert auch nicht mehr so ganz so wirklich, wobei hier damals funktioniert die Anzeige. Männer für gefährliche Reise gesucht, geringe Bezahlung, Eiseskälte, lange Monate, vollständige Dunkelheit, ständige Gefahren, Rückkehr ungewiss, bei Erfolg, Ehre und Anerkennung. Finde ich eine super Stellenanzeige. Bin ich fest überzeugt, würde noch funzen, ist aber schon ein paar Tage her, nämlich aus dem 19. Jahrhundert von Sir Ernest Henry Jackman, als er eine kleine Mission vor sich hatte. Also, vielleicht nochmal so als Idee für Sie. Und was ich aber auch noch häufiger erlebe, ist, die Personalabteilung ist teilweise immer noch auf einem sehr hohen Ross. Also im Recruiting hat sich glücklicherweise ein Stück geändert, dass die Kandidaten sich da manchmal nicht ganz so wohlfühlen, ist verständlich. Ja, was Sie brauchen, ist eine Strategie. Und da ich ja hier heute in Hamburg bin und Bremer bin, wer den Hafen nicht kennt, den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger. Die Frage ist also, haben Sie da eine entsprechende Recruiting-Strategie? Die Polizei hat eine. Schauen Sie sich mal ganz kurz an, was die Polizei hier auf ihren, hier in Hamburg, nicht, fahren die Fahrzeuge rum, haben mal schnell ein Foto mal gemacht, ne, was sie auf ihren Autos stehen haben. Besser vorne sitzen als hinten, leuchtet ein. So gewinnt die Polizei heute Mitarbeiter. Sind eh auf der Straße und da steigen ja auch viele ein, manche hinten, aber manche vorne. Und das kann man sich halt überlegen, ob man denn ewig hinten sitzen will. Oder hier, die Diakonie hat nie richtig Erfolg gehabt. Nein, nie richtig will ich auch nicht sagen. Ne? Aber also haben schon Herausforderungen, eine Diakonie als attraktiven Arbeitgeber zu vermitteln, weil ist so ein Einhängemann, ja, verdiene ich ja eh nichts. Tipp, einfach mal aufs Otto schreiben. Wären 3.000 Euro auch in Ordnung. Sehe ich ganz selten. Sind die Deutschen immer sehr ehrfürchtig. Mit Geld, oh nö, und nicht offen drüber sprechen. Machen Sie es doch. Schreiben Sie auch in Anzeigen rein, was man verdient. Ne? Also gerade bei den Berufen, wo man es vielleicht gar nicht mal vermutet. Glauben Sie mir, die haben sensationellen Erfolg mit dieser Art und Weise, Mitarbeiter zu gewinnen. Oder auch mal provokativ, hier am Beispiel der Werbeagentur, der Neil French war mal Rauschmeißer, Geldeintreiber, Vertreter für Isolierwände, Clubbesitzer, Sänger, Matador, Porno-Videoverleiher, Filmschauspieler und wahrscheinlich auch Dinge, die er
nochmal hier verschwiegen hat. Ne? Und heute ist er halt Worldwide Creative Director und geht da sicherlich mit einem gesunden Einkommen nach Hause. Auch das ist mal eine Form der Stellenanzeige. Also einfach mal anders als das mit den Fähnchen, hatte ich mir versprochen. Also einfach mal neu denken, querdenken, anders denken, damit sie dann zum Erfolg kommen. Denn die Welt hat sich verändert und das ist auch gut so. Ich denke mal, Sie alle kennen diese Medien und haben die vielleicht auch schon teilweise genutzt. Das ist halt der Veränderungsprozess, der eintritt. Und die Frage ist natürlich, wie stark tritt er bei Ihnen selbst auch im HR und im Recruiting ein? Was sind Ihre Antworten denn auf diese digitale Transformation? Denn die findet quasi überall statt. Und da will ich heute gar nicht weiter darauf eingehen, weil klar, das Thema Google-Brille oder welche Auswirkungen macht das denn mit uns im Recruiting, ist nochmal ein eigenes schönes Thema, also diese virtuelle Welt, die Vernetzung der Welt. Und wie kann ich da als Recruiting auch hier wieder mit einsteigen? Denn wer nicht digital denkt, ist einfach raus. Früher oder später. Wenn nicht in einem Jahr, dann aber in 2 oder 3 Jahren wird die Person erhebliche Probleme bekommen, überhaupt noch Kandidaten zu bekommen. Was mich jetzt natürlich zu den 10 Thesen bringt, die ich in so einem Lutherjahr mal ganz kurz vermitteln möchte. Also ich hätte jetzt auch 100 Thesen hier zeigen können, aber die Zeit reicht leider nicht aus. Insofern konzentriere ich mich mal mit Ihnen gemeinsam auf diese Thesen. Die können Sie gerne im Bubble-Chat, wenn Sie mögen, kommentieren, Ihre Fragen dazu stellen. Ich gehe gerne im Nachgang auch nochmal drauf ein. Können mir gerne auch eine E-Mail schreiben, wenn übrigens einen Vortrag haben möchte, auch gerne mir über die bekannten Medien eine kurze Mail schicken, dann bekommen Sie auch diesen Vortrag. Also, Recruiting schafft sich ab. So, jetzt hoffe ich, fällt Ihnen spätestens jetzt der Kaffee aus der Hand und sind gerade aufgewacht und haben Ihre volle Aufmerksamkeit. Recruiting schafft sich ab. So, warum? Weil wir die künstliche Intelligenz mittlerweile um uns herum haben. Und das sind die Geister, die ich rief. Wir haben jetzt sozusagen die Geister von der Kette gelassen. Das ist auch gut so. Nur sie macht natürlich auch mit uns einiges, nämlich, dass wir die Maschinen, die Robots, die Bots jetzt für uns arbeiten lassen und die im Recruiting demnächst uns massiv unterstützen werden. Und jetzt höre ich aber noch so oft, ich bin ja sehr oft auf Podiediskussionen eingeladen. Ich das immer so höre, so links und rechts, also noch älteren Herren als ich, die dann sagen, ja, also die werden ja hier uns unterstützen, dadurch entstehen ja neue Arbeitsplätze und wir können dann andere Jobs machen. Da höre ich mir das einen Augenblick an und sage, das ist totaler Bullshit. Also ich sage, na klar, werden kurzfristig neue Arbeitsplätze entstehen, aber Entschuldigung, was machen die denn? Die ersetzen Arbeitsplätze und die werden schlauer und werden schneller und werden auch noch die Arbeitsplätze ersetzen, von denen sie glauben, dass die Jobs jetzt gerade mal neu entstehen und durch Menschen gemacht werden. Auch die werden demnächst durch Maschinen gemacht, weil die einfach viel schneller und besser sind. Robots programmieren Robots, Software programmiert Software. Das geht natürlich alles im White-Collar-Bereich sehr gut, im Blue-Collar-Bereich, aber übrigens auch. Ne, ich bin ja auch im sehr starken industriellen Bereich unterwegs. Da war ich letztens im Vortrag bei Evonik, habe mir das im Vorstand auch gesagt. Ja, also wenn Sie mal unsere Lagerhallen besuchen, da sind immer weniger Menschen, weil die halt fehlerhafter sind. Die Chemikalien werden heute von Software, werden von Maschinen, wie auch immer man das nennt, erarbeitet und zusammengesetzt und Substanzen generiert und so weiter, weil die Fehlerquote halt relativ gering ist, nicht? So, relativ gering. Also, das heißt natürlich auch für den Recruiting-Bereich, nicht? Hier mal so symbolisiert, guten Morgen, ich bin Ihre neue Recruiterin. Das ist meine Sache, was ist das jetzt da nicht? Aber wir haben es ja schon, ne? Das Thema Bots und warum nicht auch der Bots und der Bot demnächst physisch, das ist alles eine Frage der Zeit. Jetzt für Mittelstand ist mir völlig klar, ist das noch ein bisschen weiter weg, aber es symbolisiert ja auch jetzt nur die Technologie, die auf uns zukommt. Und das ist in jedem Fall schon der Fall. Ne? Ich bin Ihre neue Führungskraft. Und auch hier, ne, mittelständisches Unternehmen in den USA, nämlich eine Investmentfirma, das sind ja alles keine Konzerne, das sind ja alles kleine Buden, die wählt Computer in den Vorstand. Gleichberechtigt. Gleiches Stimmrecht. Gleiches Stimmrecht. Ich finde das sensationell. So, warum? Weil Computer in Echtzeit Entscheidungen viel schneller herbeiführen kann, weil es in Echtzeit die Situation analysiert oder eben sogar die Weltmarktlage. Noch während der Vorstand den Kaffee trinkt und sich über das Wetter unterhält, hat der Bot mal eben schnell die Weltsituation analysiert und gibt entsprechende Kaufempfehlungen oder Verkaufsempfehlungen oder was auch immer für Entscheidungen. Und das werden wir halt auch im Recruiting-Bereich haben, dass ein Bot viel schneller aufgrund der vorhandenen Papierlage, Aktenlage, aber vielleicht auch andere, denn wir reden hier von künstlicher Intelligenz. Und alle, die den Film
AI gesehen haben, Steven Spielberg weiß, was ich meine, dass auch eine künstliche Intelligenz nicht statisch sein muss. Die wissen es einfach irgendwann tatsächlich gar nicht mehr, dass sie ein Robot sind, fühlen sich menschlich und werden übrigens auch irgendwann menschlich aussehen. Das habe ich noch ganz kurz da. Das ist jetzt mal so ein Trend, den ich sehe und das wird eben halt darauf Auswirkungen haben, dass im Recruiting demnächst die Jobs halt von Bots gemacht werden. So was Ihre Rolle nachher sein wird, die frage ich Ihnen ganz zum Schluss. Also lange müssen Sie noch durchhalten. So, zweiter Trend-Tipp ist das Thema Distance Recruiting. Ich höre auch immer wieder, ja, laden wir Mitarbeiter und neuen Kollegen ein, der reist dann von hier und da. Das ist ja Quatsch, warum denn? Führt doch erstmal mit denen ein Skype-Interview oder über GoToWebinar. Auch Skype-Interviews können Sie recorden. Da muss man natürlich mal kurz vorher fragen, ob es erlaubt ist. Vielleicht dürfen Sie es auch dann in Ihre Talent-Datenbank ablegen. Das kann man da alles kurz erfragen, Betriebsrat abklären und so weiter, alles sauber machen. Jetzt vor allem EU-Datenschutzgrundverordnung, nervt uns eh alle, aber ist ja, nützt ja nichts. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, also einfach mal mit Kandidaten und vielleicht auch gleichzeitig mit Kandidaten, vielleicht machen Sie auch ein Assessment Center online, wo mehrere Kandidaten gleichzeitig online mit Ihnen da sind und dass die auch merken, okay, bin ich nicht alleine, um mich herum sind noch ein paar andere. Also kann man heute alles online machen, spart Zeit und Geld und dann, wenn ich hier eine Vorauswahl getroffen habe, ist immer noch Zeit genug, die Kandidaten einzuladen. Übrigens, umgekehrt sehen die Kandidaten natürlich auch, mit wem sie es zu tun haben. Ne, denn der Prozess hat sich ja eh umgedreht. Nämlich dann sehen die Kandidaten, oh, okay, das ist meine Führungskraft. Nee, also das sehe ich jetzt schon. Denn man entscheidet sich in den ersten Sekunden, passt das oder passt das nicht. Wir wissen ja, warum wir Leute einstellen. Wir stellen die ein wegen ihren Fähigkeiten, wir schmeißen sie aber wieder raus, weil sie nicht zu uns passen. Oder der Mitarbeiter geht, weil er matcht nicht mit der Führungskraft. Also das mal so als Idee für Sie, spart viel Zeit und Geld. Dann sollten Sie sich mit dem Thema nicht nur Argument Reality, sondern auch mit dem Thema Mixed Recruiting beschäftigen. Das ist so die Kombination von Argument und Virtual Reality. Ich weiß, die meisten von Ihnen haben weder das eine noch das andere. Ich sage auch nicht, dass das alles gleich morgen passieren muss, aber übermorgen wäre schon schön, denn übermorgen sind die Weihnachtsbäume voll gepickt mit virtuellen Brillen, mit Virtual Reality Brillen, mit Mixed Brillen. Also es werden ganz neue Technologien auf den Markt kommen. Ich zeige Ihnen das gleich mal ein Beispiel Japan. Also, das macht halt auch die Leute, das fixt die jungen Leute an, wenn sie über entsprechende Technologien, sie kennen es vielleicht von Messen, ne? So Karrieremessen, da machen schon die einen oder anderen glücklicherweise Aussteller, die haben alle dort ein Argument oder eine Virtual Reality Brille und das sind die Stellen, die am meisten besucht sind, weil nämlich dann der Mitarbeiter einfach mal ein bisschen reingucken kann, wie sieht das Unternehmen dann aus, ne? So mal hier an einem Unternehmensbeispiel. Von der BASF, da kann ich dann sozusagen 360-Grad-Blick machen. Das kostet alles kein Geld mehr. Das war früher alles teuer, teuer, teuer. Nicht? Heute kann man das wirklich mit einfachster Technologie, das können Sie sogar mit Ihrem Smartphone heutzutage machen. Dann kriege ich einfach mal als Kandidat einen kleinen Einblick ins Unternehmen und kann sagen, ja, Mensch, das sieht ja ganz nett aus oder nee, das ist mir da irgendwie viel zu tröge, das wird nichts, das sehe ich schon so. Und außerdem sehen die Leute auch ganz komisch aus, das ist nicht meins. Aber ne, Vorteil, also klar, ne, die sagen, Mensch, super Laden, sieht gut aus, will ich hin. Und dass das ganze Weihnachtsgeschäft unterstützt wird, darauf setzen halt Facebook und Co. Übrigens habe ich da nur ganz kurz, setzen alle Medien setzen auf das Thema, drauf das Thema Augmented Reality. Deswegen sollten Sie sich im Recruiting-Bereich auch beschäftigen. Hier nochmal so ein schönes Beispiel, ebenfalls wie so etwas aussehen kann, wie es für Ihre auch bestehenden Mitarbeiter aussehen kann, wie es für neue Mitarbeiter aussehen kann. Wenn die das sehen, wenn die in so einen Raum reingehen, wo Mitarbeiter quasi mit der virtuellen Brille ihre Designs machen, ne? Also gerade so hier im Bereich Medizin, Chemie, aber vielleicht auch im produzierenden Bereich geht das wunderbar. Klar ist das mal alles ein Invest, aber was kostet es mich, keine Mitarbeiter mehr demnächst zu haben oder keine guten Mitarbeiter mehr zu haben? Diese Rechnung müssen Sie aufmachen und Ihrem Controllern oder Ihrem Budgetgeber mal zu zeigen. Nicht? Also nach dem Sprichwort, ja, was kostet mich denn die Weiterbildung? Ne? Ja, was kostet es, wenn Sie es nicht mehr machen? Ne? Das gleiche im Recruiting. Ne? Die Fragen können Sie natürlich einfach mal aufwerfen. Müssen Sie aber auch Antworten zu haben. Das mal hier ein Beispiel von Microsoft, gibt es aber auch viele andere. Dann haben wir das Thema Chatbot. Das hatte ich Ihnen schon gerade erwähnt. Das ist heute im Recruiting der Stefan Scheller zum Beispiel von persoblogger.de. Der schreibt ja relativ oft darüber, auch Joe Dirks und so weiter. Also Blogger-Szene nimmt das Thema ganz gut an, weil es da ist und weil es stärker kommen wird, dass halt ein Chatbot loslegt. Im Recruiting die wichtigsten Fragen, die Standardfragen, online beantwortet. Das können die jetzt einfach heute, die Technologien, die Software. Das heißt, ein Kandidat stellt eine Frage, eine Standardfrage
der Chatbot kann die sofort beantworten. Und die Fragen, die er nicht beantworten kann, sagt er auch kurz, dann, ne, nach dem Motto, vielen Dank für diese Frage, muss ich kurz Rücksprache halten, melde mich diesbezüglich. Ne? Und ja, 24/7 halt erreichbar. Das ist so die Idee. Das kriegt der Bewerber auch gar nicht mehr mit. Natürlich weiß man das heute, dass es da hinter wahrscheinlich eine Maschine ist. Ne? Aber dahin geht halt die Reise, spielt auch gar keine Rolle mehr. Es ist auch gar nicht wichtig, ob das eine Maschine beantwortet oder Mensch. Hauptsache meine Frage wird beantwortet. Denn Sie wollen diese Antworten ja auch haben. Wenn Sie zum Beispiel bei der Fluggesellschaft anrufen, weil der Flug ausgefallen ist, dann wollen Sie ja sofort eine Antwort und nicht, weil der nächste Platz mal irgendwann frei ist von der menschlichen Stimme. Völlig egal. Und das wird halt auch im Recruiting so laufen. Und da haben wir eine neue Technologie. Wenn ich sage Chatbot, dann heißt es überhaupt Bot, das Thema Virtual Assistant. Das ist das Produkt, was hier in Japan gerade der Überrenner ist. Das meistverkaufteste Produkt oder eines der meistverkauftesten Produkte derzeit. Das ist die Gatebox. Und demnächst haben wir auch eine Recruiting-Box oder ich weiß nicht, was auch immer für Boxen wir haben werden. Nämlich das ist sozusagen der Virtual Assistant, der Ihnen quasi ständig zuarbeitet. Das ist sozusagen Ihr holographisches Siri, wenn Sie wollen, der Virtual Assistant, daran arbeiten viele Firmen bereits sehr, sehr, ich kann sich vorstellen, das ist hier im B2C-Bereich, das ist nur eine Frage von kurzer Zeit, wann es das im B2B-Bereich geben wird. Ich freue mich schon darauf, dass ich meinen eigenen holographischen Siri hier rechts neben mir sitzen habe, den ich einfach Aufgaben zuweisen kann. Nach dem Motto, recherchiere mir mal dies, such mir mal das, gib mir mal eine Antwort dazu. Also quasi so mein digitaler Sklave. Das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Also, aber am Ende des Tages wird es das sein. Also, das mal vielleicht auch mal so als kleine Idee für Sie. Und dass der Nina aber heute Morgen nicht so viel Kaffee getrunken hat, dass man, was erzählt ihr uns hier gerade alles? Sehen Sie hier eine Alexa for Business? Also, die arbeiten dran und glauben Sie, solche Firmen mit so viel Geld, und das sind die, die bekannt sind. Jetzt gehen wir davon aus, dass alle, IBM, Oracle, Google und so weiter, die arbeiten alle an solchen Technologien und das sollten Sie einfach so ein bisschen im Auge behalten, damit Sie selbst auch Vorreiter sind. Vielleicht hat der eine oder andere gesehen, nämlich hier Alexa macht Party in Pinneberg, dass sich diese Bots natürlich jetzt auch schon selbstständig machen. Ne? Das ist ja ohnehin das, was hier kommen wird. Sie werden selbstständig Aufträge auslösen. Hier war das nicht gewollt, aber demnächst ist das gewollt. Was es alles gibt. So, nächster Trend und Tipp ist das Thema Headhunting Crowd. Das heißt, dass Sie die Masse dazu befähigen, für Sie mit zu rekrutieren. Ein einzelner Rekrutierer schafft das heute alles nicht mehr. Die Stellen so schnell zu besetzen, das wird immer mehr. Die Arbeitszeit wird, oder die, ist immer der Druck wird immer größer im Recruiting. Das ist mir völlig klar, ne? Weil es kommen jetzt neue Technologien dazu. Und da, glaube ich, muss man schon ein bisschen Gas geben. Und da ist es halt gut, wenn ich dazu meine ganze Community dazu befähige, für mich mit zu rekrutieren. Das kann einmal die Firma intern sein, das können aber auch die sein, die Sie alle in Ihren Xing-Kontakten zum Beispiel haben oder Facebook-Kontakten, indem Sie diese Stelle, die Sie haben, halt entsprechend ausloben, vielleicht auch dahinter ein entsprechendes finanzielles Programm dahinter klemmen, ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm, sodass die Crowd wirklich auch für Sie tätig wird, weil sie vielleicht auch einen finanziellen Anreiz hat. Nicht nur, um den Gefallen zu tun, das ist immer so ein kurzweiliger Effekt, Geld zieht immer. Also Headhunting Crowd ist im Grunde genommen so eines der Modelle, die ich damit empfehlen möchte. Mobilisieren Sie Ihre Mitarbeiter und Ihr Netzwerk und vor allem das Netzwerk Ihrer Mitarbeiter. Denn Sie suchen ja nicht nur für sich, ne? Klar, suchen ja nicht nur neue Recruiter, sondern suchen eben halt auch entsprechend neue Ingenieure. Und dann, ne, fragen Sie auch mal Ihre Kollegen Ingenieure, ob die das in Ihrem Kreis weiterempfehlen würden. Vielleicht, wie gesagt, mit einem kleinen Empfehlungsprogramm dahinter. Nächster Trend. Also ich gehe wirklich in Schweinsgalopp durch. Das sind alles so Impulse. Wer mehr wissen will, wie funktioniert das ganz genau, kann mich jederzeit kontakten. Klar ist auch mein Job, ich berate da Unternehmen sehr, sehr hands-on im Detail und auch strategisch auf Vorstandsebene, wo immer Sie wollen. Das nächste Thema ist Reverse Recruiting. Ich bin so ein bisschen Comic-Fan, kenne ich aus Flash. Hat sich umgedreht. Heute muss ich mich bei den Kandidaten bewerben. Wissen Sie, aber viele machen es einfach nicht. Es sind immer noch, dass sie den Bewerber nicht wirklich ernst nehmen, dass sie ihre eigene Website nicht entsprechend dargestellt haben. Gehen Sie mal, bewerben Sie sich mal bei Ihrem eigenen Unternehmen. Versuchen Sie es mal. Machen Sie mal diese sogenannte User Experience oder lassen Sie mal irgendjemand aus Ihrem Freundeskreis mal auf Ihre Unternehmensseite rauf und sagt, bewerb dich mal bei uns. Oder geh mal so weit, bis du quasi abschickst. Sie werden erschrocken sein,
wie schwer sie es den Kandidaten machen. Aber auch ihre eigene Website ist. Es zahlt alles in die eigene Karriere-Website ein. Das ist A und O. Also lassen Sie sich da nicht blenden von irgendwelchen Aussagen, von irgendwelchen Beratern und so weiter, sondern es zahlt alles in Ihre Karriereseite ein. Da, und die Unternehmensseite muss halt so sein, dass sie attraktiv erscheint. Gerade die Karriereseite, einige sind echte Moloche mittlerweile geworden. Ja, wo finde ich noch weitere Kandidaten? Das sind zum Beispiel, wir haben es, glaube ich, heute Morgen ganz kurz das Thema Freelancer erwähnt. Also Freelancer, zum Beispiel bei Upworks, größte Freelancer-Plattform weltweit, die, wenn sie Engpässe haben, dann gehen sie doch mal da rein in die Freelancer-Datenbanken und schreiben sie ihre Stellen aus. Vielleicht dann auch wirklich erstmal als Freelancer. Aber vielleicht hat der eine oder andere Freelancer dann auch Spaß daran, weil er auch mittlerweile aus welchen Gründen auch immer, ne, Familie, vielleicht will er dann auch tatsächlich mal wieder zurück ins Angestelltenwesen. Und einige sind ja auch nicht freiwillig Freelancer geworden. Die können Sie dort drüber rekrutieren. Gehen Sie in die Freelancer-Datenbanken rein. Und auch hier, ne, können Sie gerne googeln, autark 61 Projektbörsen für Freelancer-Unternehmen, können Sie schnell googeln. Da schauen Sie einfach, wo sind denn die richtigen Projektbörsen für mich dabei. Ne? Nächstes Thema ist das Thema Monitoring, was der Chatbot natürlich auch für Sie übernehmen kann. Aber es gibt ja halt Monitoring-Tools, die für Sie den Markt beobachten. Sobald also irgendeine Entwicklung auftritt, die für Sie interessant ist als Recruiter, zum Beispiel eine Firma, Mitbewerber oder wer auch immer, entlässt Mitarbeiter, oder es ist eine Diskussion, die für Sie interessant sind im Fachpublikumsbereich, gerade so im Gruppenbereich. Übrigens auch wichtig für Sie als Recruiter, müssen Sie nicht selbst machen, aber Sie müssen natürlich, Sie müssen gar nicht, aber ich kann es nur empfehlen, gehen Sie in die Gruppen rein der jeweiligen Berufssparten. Auf Xing gibt es irgendwie 60.000 Gruppen, Facebook noch ein paar mehr. Gehen Sie da rein oder bitten Sie Ihre Führungskräfte, dort mit drin zu sein und dass Sie dort auch mal Diskussionen verfolgen oder eben auch dort Ihre Stellen ausschreiben. Und nämlich gerade in den Gruppen spielt sich das ab. Da kommen Sie als HRler gar nicht rein, da werden Sie gar nicht zugelassen. Ne? Also das heißt, befähigen Sie Ihre Führungskräfte, motivieren Sie die, machen Sie mal am besten so ein, nicht gleich alle, ne, sondern machen Sie einen Testballon in einer bestimmten Abteilung, sagen, wir brauchen hier, ich brauche dich, ich brauche eure Abteilung zur Unterstützung der Gewinnung der neuen Mitarbeiter für eure Abteilung. Bitte postet das in euren Gruppen. Also diese Monitoring-Tools analysieren den Markt, geben Tipps, beziehungsweise ich gebe nicht Tipps, aber die werten den aus und Sie können sich entsprechend direkt dort mit einklinken, wo es für Sie interessant sein könnte. Stichwort Monitoring-Tools gibt es Dutzende. Klar, gibt es kostenfreie, aber die funktionieren nicht wirklich gut kostenpflichtig. Das ist sozusagen Ihr Recruiter-Assistent im Grunde genommen, ne, wo wir wieder auf der Bot-Ebene sind. Nächste Trendthema ist das Thema Video. Und hier auch ein Beispiel. Das können also sehr gut auch Ihre Auszubildenden machen. Das müssen nicht alles hier große Blockbuster sein, sondern einfach nett gemachte Videos, die ins Netz reingestellt werden mit entsprechender Verknüpfung an Stellenangebote. Aber Content is King, das heißt, wenn solche Videos zeigen, die irgendeine Botschaft transportieren, dann fixt das die jungen Leute an und vielleicht mal als Idee für sie, solche Videos intern zu produzieren. Müssen jetzt gar nicht mal so hier super aufwendig sein wie hier, können auch wesentlich einfacher gestaltet sein, kommt gar nicht drauf an, denn das ist das, was die Kandidaten da draußen anfixt. Hier als Tipp in eigener Sache, Jobclipper, gehen Sie gerne auf Jobclipper drauf, da sehen Sie Videos, aber stellen Sie auch gerne Ihre Videos dort ein als Unternehmen, Ihre Recruiting-Videos, am besten noch zum Arbeitsplatz, das macht Jobclipper aus, wo Sie Ihre Arbeitsplatz-Videos einstellen können und dort haben auch einige Kandidaten, haben sich dort per Video präsentiert, das macht Jobclipper halt aus. Kostenfrei, weitgehend, probieren Sie es einfach mal aus, jobclipper.com. Und dass das Ganze auch so ist, wie es ist, zeigt mal diese Studie, Mediennutzung, klar, ganz weit vorne ist das Thema Videos. Videos, Videos, also statt irgendwelche Stellenanzeigen, Print, 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 denken Sie mal mehr über kurzweilige Videos nach. Das können auch 30 Sekunden sein oder eine Minute. Dann haben wir das nächste Thema, Apps. Jetzt gebe ich ein bisschen Vollgas, nicht, Herr Raschkowski, ich weiß, noch 5 Minuten. Dass wir durchkommen. Das Thema Apps, ne? Also welche Apps haben Sie im Einsatz? Haben Sie schon Apps im Recruiting-Bereich im Einsatz? Überlegen Sie bitte mal, wie Sie Apps nutzen. Ne? Was ist das Social Network Nummer 1? Was ist eine App? Nämlich WhatsApp. Ne? Das ist das größte Social Network mittlerweile im Bereich der Kommunikation. Die Frage ist natürlich, wie weit sind Sie hier auch mit unterwegs? Haben Sie eine App-Strategie? Haben Sie eine WhatsApp-Strategie? Haben Sie eine eigene App fürs Recruiting aufgebaut, die wie auch immer aussehen kann? Wenn Sie dazu fragen, können Sie mich da jederzeit gerne ansprechen. Und auch hier, wie gesagt, eine schöne Studie. Das ist das, womit sich die Firmen derzeit beschäftigen, nämlich mit Mobile Apps. Wenn Sie da sich noch nicht wieder drin sehen in diesen Bereichen, dann wird es allerhöchste Zeit. Ja,
Und natürlich das bekannte Social Network hier, eine von mir erstelltes Prisma. Also wenn Sie da ein Interesse haben, das gibt es auch als Handout richtig, ne, haptisch zum Greifen. Gibt es auch einen Link zu, gibt es auch ein Excel dahinter. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Social Networks, die Internetplattform, also dort, wo Sie Kandidaten finden. Was ist für Recruiter wichtig? Habe ich mal hier eine schöne Logo-Schlacht aufgemacht. Sicherlich ein schönes Tool für Sie, wenn Sie da ein Interesse haben. Einfach kurze Info an mich. Schicke ich Ihnen den Link oder auch gerne haptisch zu. Ja, nach dem Motto, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich werde dich finden, ich werde dich rekruten. Das ist so im Grunde genommen die Idee und dazu brauchen Sie eine Strategie. Und die Strategie darf nicht mehr so aussehen, dass Sie einfach eine Stellenanzeige schalten, sondern dass Sie wirklich ein Engagement aufbauen in den sozialen Netzwerken. Nicht gleich mit der goldenen Pistole reinballern, sondern erstmal über Content die Mitarbeiter ansprechen, die potenziellen Mitarbeiter. Sie brauchen eine Content-Strategie und Sie brauchen ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm. Und dann können Sie im Bereich Active Sourcing reingehen. Also nicht gleich, es sei denn, es steht ganz klar, dass er jetzt einen Job sucht und so weiter. Aber viele, gerade die sehr Guten, sind wahrscheinlich noch alle im Job drin, aber die wollen Sie irgendwie erreichen. Wie machen Sie das? Hier ist ein Denk- und Handlungsmodell. Das habe ich Ihnen einfach mal mitgebracht. Auch das können Sie gerne anfordern. Einfach mal als Idee für Sie, ist so ein Vier-Stufen-Modell, funktioniert. Wenn Sie das alles sozusagen für sich einsetzen, dann glaube ich, sind Sie auf der super Recruiter-Ebene. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell. Wir müssen den Eindruck, dass es zu schnell war. Also das ist wirklich eine ganz elementare Folie. Sie sehen links, das müssen wir mal kurz zeigen, ich habe noch 3 Minuten. Also links sehen Sie das, was eigentlich typischerweise immer so passiert. Ne? Ja, wieso? Wir posten doch, wir sind doch auf Facebook oder wir posten doch unsere Stellenanzeige auf Xing. Und so weiter. Ich sage, ja, und ja, wen interessiert es nicht? Also, das sind nicht die einzigen. Man muss halt dort sein, wo die Community ist. Und da muss ich mir überlegen, wo hält sich meine Community genau auf? Welche Netzwerke sind das? Vielleicht sind es gar nicht Social Networks, vielleicht sind es einfach interessante Internetseiten, die einfach von ihrem Fachpublikum gelesen werden. Denn, Entschuldigung, wir haben ja jetzt mal, also 10, ich sag mal, 10 Millionen Nutzer. Aber das ist ja nicht ganz Deutschland, schon gar nicht die Dachregion, nicht? Oder Facebook ja auch nicht. Also, das heißt, irgendwo anders sind die anderen ja noch alle. Muss ich halt wissen. Wenn ich das nicht weiß, frage ich meine Mitarbeiter bei der IT oder in der Produktion, sag mal, was liest du? Vielleicht auch Print. Wo informierst du dich? Auf welchen Webseiten bewegst du dich? Und dann muss ich mal vielleicht über Retargeting, Marketing nachdenken. Übrigens auch, ne, für Recruiter wichtig, die ganzen neuen Themen, Performance Marketing, Retargeting Marketing, das ganze Thema Advertising. Also der Recruiterberuf hat sich komplett verändert. Ne? Also damit muss ich mich beschäftigen, damit ich weiß, wo ich die Kandidaten aufhalte. Dann sind sie meines Erachtens super Recruiter. Und damit würden Sie sich quasi auch neu erfinden. Das als letzte Botschaft für Sie. Erfinden Sie sich neu, schaffen Sie sich nicht ab, erfinden Sie neu. Seien Sie sozusagen Begleiter dieser digitalen Transformation. Nutzen Sie die Chance, begleiten Sie den Prozess aktiv. Ne? Seien Sie vorne Lokomotivführer und nicht hinten Schaffner, Karten abknipsen und voller Demut, sondern seien Sie wirklich Leuchtturm in der Firma, wo man weiß, hier Recruiting hat es echt im Griff. Die wissen, wie der Hase läuft. Auf die Da kann ich mich darauf verlassen, dann bekommen Sie auch den Stellenwert, den viele leider nicht haben. Gerade Personal allgemein ist ja aber noch so, ja, die machen dann die Gehaltsabrechnung. Dieser Stellenwert, gut, ich bin ja nur selbst HRler, den hat sich aber HR teilweise auch selbst zugeschrieben, weil Sie sehr oft wieder die Defensive gehen. Gehen Sie in die Offensive, auch mit solchen Themen, die ich Ihnen hier gerade gezeigt habe. Klar, Daily Business wissen wir, Brot- und Buttergeschäft, aber vielleicht auch mit solchen Technologien. So, Herr Raschkowski und liebe Teilnehmer, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier ein bisschen was vermieten. Vermieten. Das mache ich heute Nachmittag. Vermitteln im Rahmen der Zeit und einige Impulse. Ich weiß, alles nicht sofort heute umsetzbar, aber vielleicht morgen, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 3 Jahren. Deswegen brauchen Sie eine Strategie. Jetzt habe ich die Umfrage ausgelassen. Oder vielleicht mögen wir ganz kurz noch starten. Komm, machen wir noch ganz kurz. Andreas oder Larissa, könnt ihr noch ganz kurz die Umfrage bei eben starten? Haben Sie bereits eine digitale Recruiting-Strategie? Also jetzt gerade mit denen, was ich jetzt hier abgefragt habe. Die Umfrage gönnen wir uns noch, dann haben Sie einen schönen Benchmark. Bin ich da vielleicht alleine und der Nina aber, der ist so weit weg oder bin ich so weit weg und Nina aber erzählt quasi nur das, was ohnehin schon alle wissen. Schauen wir doch mal, wie weit Sie schon eine digitale Recruiting-Strategie haben. Vielen Dank fürs Mitmachen, würde ich sagen, können wir gleich die Ergebnisse direkt übertragen und dann schauen wir mal, was die Community da draußen sagt. Ne? Umfrage schließen und übertragen. Dankeschön. So, ja sagen 28%, nein 24%, immerhin Arbeit, das freut mich, 44%. Also wenn Sie da noch Unterstützung brauchen, klingeln Sie mich gerne an und ich mache da gerne fancy, aber ich mache auch gerne ganz hands-on, operativ. 4% sagen, brauchen wir nicht, herzlich willkommen, dann sehen wir uns in 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren nicht mehr. Nehmen Sie es nicht persönlich, weiß nicht, 0%. Dankeschön. Ja, also, ich hoffe, Herr Schkowski,
Ich bin in der Zeit geblieben und übergebe Ihnen wieder den Staffel. Und liebe Teilnehmer, vielen Dank fürs Zuhören.